Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Ratchet & Clank Rift Apart. Ja, zurück hier auch auf dem Planeten, wo wir vorhin aufgehört haben im letzten Teil auf Visseron. Hier haben wir die letzten Collectibles sammeln können und jetzt haben wir tatsächlich alles und damit auch endlich unsere Riederwaffe, die ich hier gleich mal mit einem neuen Outfit kombiniert habe und jetzt sieht das richtig badass aus. Ja, was haben wir heute vor? Uns fehlen tatsächlich noch insgesamt 5 Trophäen. Inklusive der Platin-Trophäe ist es tatsächlich nur noch eine Story verbundene. Die anderen sind einmal unsere Trophäe, wo wir Schüsse zurückfeuern müssen, was wir wohl hier nur mit aufgeleveltem Schutzschild machen können tatsächlich. Und die anderen beiden sind alle Waffen zu ergattern. Was, soweit ich weiß, erst in dem Herausforderungsmodus möglich ist, wenn wir die noch die Möglichkeit haben, bei Miss Zircon hier nochmal weitere Waffen zu kaufen. Und die allerletzte und wahrscheinlich die schwierigste ist es, alle Bären zu finden. Da fehlen uns tatsächlich noch 3. Das heißt, auf 3 Planeten habe ich die Bären irgendwo liegen lassen und diese Suche will ich jetzt mal so ein bisschen mit der Raritarium-Suche auf den ganzen Planeten hier verbinden. Ich habe so ein bisschen eine Ahnung, wo ich eventuell auf jeden Fall den Bär vergessen habe, wie zum Beispiel auf Blizzard Prime oder auch, wie ich vermute, auf Cordelion. Und deswegen sind das jetzt, glaube ich, mal so die ersten beiden, die ich abgrase und das verbinden wir, wie gesagt, mit der Suche nach dem Raritarium, muss ich sagen. Jetzt gucken wir uns erstmal auf Cordelion um und dann schauen wir weiter. So, da sind wir auch schon. Ja, ich denke mal, das Raritarium können wir nämlich dann sehr gut nutzen, um die letzten Upgrades für die Waffen noch zu machen. Und der sieht auch ganz cool aus in seinem Outfit, finde ich. Und wie gesagt, vielleicht finden wir auch noch die letzten Bären. So, hier habe ich natürlich jetzt das Problem, dass es sich hier immer in 2 Dimensionen hin und her bewegt. Da bin ich jetzt tatsächlich aufgeschmissen, ob wir hier recht zügig das alles finden. Aber gut. Und die Map sagt uns jetzt natürlich auch nicht wirklich, ob wir unten in dem Unterwasserlevel noch ziemlich viel Raritarium vergessen haben oder nicht. Das ist ein wenig unpraktisch an der Stelle, aber ich kann es nicht ändern. Es wird jetzt ein bisschen Backtracking betrieben. So, ich glaube, ich muss in die andere Dimension, um da runterfahren zu können. Oder ich hätte den Teleporter direkt nutzen müssen. Ich will es nur mal gucken. Ich habe manchmal die Vermutung, es ist ja oft sind die Bären, sag ich mal, in so bevölkerten Gebieten irgendwo am rumliegen. Deswegen gucke ich jetzt nur einmal kurz hier durch. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn man hier in die andere Dimension geht. Vielleicht liegt er dann hier rum. Nee, schauen wir mal hier runter. Hoppala. Und ansonsten gehen wir jetzt mit dem Aufzug einfach einmal runter und halt mal. Das gibt's nicht. Ich hab ihn. Ich hab den Krägerbär auf dem Planeten gefunden. Okay, das ist schon viel wert für mich. Und dann fahren wir jetzt mal einmal kurz mit dem Aufzug runter. Aber das ist eigentlich schon alles, was ich auf dem Planeten erreichen wollte, um ehrlich zu sein. Das heißt, wir haben fast die Möglichkeit, uns jetzt direkt zum nächsten zu begeben, wenn jetzt mir hier die Map nicht sagt, dass ich alles an Raritarium liegen habe lassen. Aber das sieht nicht so aus. Ich glaube, wir verschwenden jetzt hier gar nicht viel Zeit, sondern gehen direkt zum nächsten Planeten. Das heißt, uns fehlen jetzt noch 2 Gregor-Bären. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe einen auf Blizzard Prime liegen lassen. Da kann ich mich jedenfalls überhaupt nicht dran erinnern, einen eingesammelt zu haben. Problem auch da wieder. Es gibt diese blöden Kristalle, mit denen wir von Dimension zu Dimension springen. Und damit wieder das Problem, dass wir immer doppelt suchen müssen, mehr oder weniger. So, wie komme ich denn jetzt wieder zurück zum Schiff? Wie war denn das? Ich will hier in die andere Dimension. Wie komme ich denn darüber nochmal?
Oder komme ich jetzt gar nicht mehr? Ach, das Problem hatte ich doch schon mal, kann das sein? Da drüben ist ja normalerweise mein Schiff. Ich probiere das jetzt hier mal so rüber zu kommen. Oh je. Ich hätte schwören können, hier gab es noch mal irgendwie eine andere Möglichkeit. Oh, das war auf jeden Fall nix. Ah, okay. Das habe ich vergessen, dass das ging. Dann machen wir das so. Nope. Das bringt uns nichts. Verdammt, wie ging denn das? Wie komme ich denn da wieder hoch? Komme ich da einfach wieder hoch? Ich probiere es nochmal. Vielleicht mit den Hoverbotten, ne? Okay. Hm. Okay, kam ich zu dem anderen? Kann jetzt wirklich sein, dass ich hier festhänge, mehr oder weniger. Und jetzt doch in den Aufzug steigen muss, wie es aussieht. Ach, verdammt. Ich komme hier echt nicht mehr hoch. Habe ich das letztes Mal nicht irgendwie geschafft? Ich war doch schon mal hier und habe hier nochmal was eingesammelt. Hm, na gut. Mir fällt nichts mehr ein, um ehrlich zu sein. Ich hätte schwören können, man kommt da irgendwie wieder hoch. Was ja irgendwie nett gewesen wäre, aber nee. Na gut, Leute, es tut mir leid. Ich betreibe jetzt hier doch nochmal ein bisschen Backtracking. Ja, das ärgert mich jetzt schon wieder. Aber gut, hilft ja nichts. Vielleicht haben wir hier unten doch noch Raritarium liegen lassen. Ich bin wahrscheinlich einfach zu blöd, den Weg wieder zurück zum Schiff zu finden. Da hätte es bestimmt noch mal eine Möglichkeit gegeben und ich finde sie nur nicht. Aber gut. Wir versuchen das jetzt hier zügig zu machen. Einmal einfach hier durch. Ich habe ja auf der Karte, wir haben ja die, den Kartomat. Das heißt, ich weiß jetzt tatsächlich, dass hier nichts mehr rumliegt. Vielleicht gar nicht so blöd, hier nochmal das auch zu nutzen, um ein bisschen die Waffen zu leveln. Zack. Gerade vor allem unser Schild Wäffchen hier. Ich bin jetzt nicht mal mehr sicher, welchen Weg ich hier einschlagen muss. Ist auch ein Problem irgendwie, aber gut. So viele Probleme. Hier ist auch nichts mehr. Einmal hier rüber. Okay, hier sind nochmal Gegner, wie sich's anhört. Das ist mir recht. Dann kann ich die nochmal benutzen hier. Zack, perfekt. Viele kleine Gegner. Zack. Oh, ich glaube, sie steigt gleich. Da ist es. Stufenaufstieg. Der Lehrreaktor jetzt. Ah, alles klar. Jetzt heißt sie auch richtig. Okay, jetzt geht noch tiefer runter. Oh, ich bin mir echt nicht sicher, ob das so der Weg ist, den ich gehen sollte. Aber ich habe nicht viel Möglichkeiten. So, habe ich hier noch viel liegen lassen? Gar nichts. Unglaublich. Ich habe hier alles eingesammelt. Das heißt, ich bin hier wirklich ein bisschen umsonst aktuell. Hoppala. Dann gehen wir mal kurz den Weg hier. Und hier. Zack. So, hier habe ich Raritarium. Okay, immerhin. Ein bisschen was noch zu finden. Drei Stück. Okay, und dann ist da der, wie heißt das? Der Teleporter. Und der sollte uns wieder zum Schiff bringen. Oder? Zum Schiff. Perfekt. Wunderbar. Okay. Das reicht mir an der Stelle. Ach, das geht immer so schnell. Ich bin total begeistert. Und jetzt gehen wir weiter. Vielleicht Torrent 4. Komm, wir gucken mal nach Torrent 4. Und gucken, ob wir da auch noch irgendwas vergessen haben. So, Rivet in ihrem brandneuen coolen Outfit.
Und ich glaube, hier zumindest können wir ganz einfach auf die Karte gucken und sehen sofort, ob wir was vergessen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich der ganze Planet. Hi, Flicker! Ist beschäftigt. Ah, der Flicker ist da hinten am Machen. Ach, das ist ja witzig. Ach, cool. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass wenn man jetzt hier zurückkommt, es tatsächlich trotzdem noch ja, irgendwie was zu tun gibt. Also ich sage, wir nutzen mal die Rieder. Okay. Kam da gerade ein Schaf raus? Ach, da kommen jetzt immer irgendwelche anderen Sachen auf die geschmissen. Das ist ja lustig. Okay, das ist sau cool. Die Reader Aid. Boah, Alter. Eine Überraschungspackung, was da rauskommt. Richtig cool. Boom. Wir gehen hier gleich mit den großen Geschützen ran. So, also, wie gesagt, auch hier müssen wir gucken, ob es irgendwo noch den Craggerbär zu finden gibt. Raritarium offensichtlich nicht. Gucken wir mal in der Stadt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich müsste mal in den anderen Videos gucken, ob ich den hier eingesammelt habe. Ich denke halt, wenn er hier irgendwo liegt, dann ist er irgendwo hier in der Stadt. Hey, Miss Zircon. Kann ich was kaufen? Munition. Waffen kann ich ja nicht kaufen, genau. So, da ist der Flicker. Okay, hier ist nichts. Da oben gibt es ja noch ein Part in der Stadt. Oh, halt! Oha, Crackerbär gefunden. Okay, das ist der nächste. Das heißt, auch hier können wir jetzt eigentlich schon wieder zurück zum Schiff. Zack. Oh, oh. Ich glaube, das ist nicht der Weg zurück zum Schiff. Nope, das ist der Weg zurück zum Schiff. Okay, weil Raritarium hat mir auch hier schon wieder alles gesammelt. Das heißt, jetzt zurück nach Plissa Prime. Und wenn ich mich nicht täusche, wie gesagt, habe ich ihn da auf keinen Fall eingesammelt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin gespannt, wenn das jetzt hinhaut und ich jetzt direkt in einem Auffisch alle Beeren finde. Oh, das ist... Der Plissa Prime, finde ich, ist optisch wirklich der beste. Das sieht so cool aus. Guckt euch das mal an. Also das ist optisch mit Abstand der genialste Planet. Hammer. Wirklich Hammer. Ich gucke mal auf die Karte. Hier haben wir irgendwie einen Part vergessen, aber kein Raritarium. Ich guck mal in der anderen Dimension. Okay, Craggerbär. Craggerbär, Craggerbär. Ist die Frage, er wird wahrscheinlich ja in der ganzen Dimension, sag ich mal, sein, nicht hier in der kaputten. Aber wer weiß. Oder in beiden. So, Miss Zircon, kannst du mir eine Info geben, wo der Craggerbär ist? Nein? Okay, dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier schon wieder draufhauen. Halt, ich guck mal hier nochmal. Also wie gesagt, wir sind oft so im Anfangsgebiet. Guck mal, ach guck mal, wie cool das aussieht. Ah, das ist einfach optisch mit Abstand der coolste Planet hier. Auch wie die Explosion hier, ach. Bin froh, dass ich hier nochmal herkomme. Das ist einfach richtig, richtig nice. Zack, Craggerbär hier, nein. Mach das hier mal kaputt. Und dann einmal darüber springen. Richtig nice, gefällt mir sehr, sehr gut. Boom. Schön Bowls einsammeln. So, was haben wir hier? Hier ist nix, hier ist nix. Vielleicht wenn es ganz ist alles. Oh, oh, was, wer seid ihr denn? Hallo? Okay. Die arbeiten hier. Was ist das? Oh, das ist er. Das ist er. Ich habe die Trophäe. Unfassbar niedlich. Nice. Okay, perfekt. Das ist das. Und wir haben hier noch ein Raritarium, was wir uns nehmen können. Und ganz am Schiff, wie es aussieht, auch einmal. Okay, cool. Die sammeln wir jetzt noch ein. Dafür muss ich in die City. Das heißt, es geht hier lang.
Aber das macht mich jetzt richtig happy, dass ich direkt alle drei Gregor-Bären finden konnte. Das habe ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Aber gut, trotzdem ändert das nichts daran, dass wir die Planeten nochmal abgrasen, auch die anderen, und gucken, ob wir nochmal das fehlende Raritarium finden, um unsere Waffen hier vor dem Endkampf nochmal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. So, das heißt, wir müssen uns jetzt gar nicht mehr nach dem Gregor-Bär umschauen, das ist sehr angenehm. Kam hier nicht dieser Aufzug irgendwie hoch? Ja, er kommt. Okay, cool. Und dann müsste es da, ja. Also es ist tatsächlich nur in dieser Dimension noch Raritarium über. Was sehr angenehm ist, denn dann können wir uns jetzt direkt zum Schiff zurück teleportieren, nachdem wir den da haben, und dann sollten wir alles hier eingesammelt haben. So, jetzt geht's zurück. Nice. Oh, das ist jetzt, das bin ich jetzt richtig froh. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass der hier in der Stadt auch liegt, aber gut. Soll mir recht sein. So, ich trau mich mal hier. Da ist der Teleporter. Noch kurz das Raritarium da hinten. Boah, ist hier was los, ey. So, da ist es. Perfekt. Hi, Jim. Okay. Und ab zurück. Sorry, coming through. Ist das hier der Zurück zum Schiff? Landefeld, ja. Warten. Zack. Und dann hau ich nochmal hier drauf. Interessant, dass er mich hier zurückwarbt, wo das Schiff ist. Aber gut, macht ja Sinn. Oh, das war knapp. So, das soll's gewesen sein. Ja, perfekt. Dann wieder in die andere Dimension, wo wir unser Schiff geparkt haben. Und zack, wieder zurück reingehüpft. Wir haben alle Gregor-Bären, das heißt, wir können jetzt ganz gemütlich. Adolis habe ich ausgelassen vorhin. Dann gucken wir da nochmal vorbei. Ich weiß, wir brauchen das Raritarium nicht unbedingt, aber ich habe schon Bock, irgendwie die Waffen alle auf 100% zu haben. Allerdings muss ich dafür auch einige noch ganz schön leveln. So, da ist noch mal welches. Und ganz da hinten. Natürlich. Verdammt. Okay, ich glaube, ich nehme mal den Teleporter. Zum Plünder Marktplatz. Ja, das ist auf jeden Fall richtig gewesen. Da oben ist es. Wie kommen wir da hoch? Ah, da gibt es ein Portal. Zack. Ist das schon erledigt? Und dann müssen wir... Da gibt es auch einen Teleporter. Tja. Die Frage ist nur, wie komme ich zu diesem Teleporter? Oder ist das vielleicht auch nur zurück? Ne, das ist wieder zum Schiff. Ja. Und dann glaube ich, muss ich tatsächlich hier oldschool erstmal den Weg hin. Aber dann wahrscheinlich zurück zumindest nicht mehr. Machen wir das mal so. Bumm, 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 okay, dann nochmal hier, da hoch und auf die Schnecke, zack, und dann musste ich, glaube ich, hier links, ne, ja, genau, dann können wir hier absteigen, kurz auf die Karte gucken, ja, das ist der richtige Weg. That's the way. Boom. Diesmal kein Kraken mehr hier. Das macht das Ganze einfacher. So, ah ja, genau. In der Prüfung ist das. Hier habe ich auch einen Gregor-Bär gefunden. Den hatte ich ja dann dementsprechend schon. Perfekt. Oder war der am Ende der Prüfung? Ich bin mir gar nicht mehr genau so richtig sicher. Aber wir sind auf Kurs zum Raritarium. Perfekt. Ja, das ist jetzt natürlich hier einfach eine Backtracking-Aktion. Ich weiß, da passiert jetzt nicht viel. Leider auch wenig Gegner. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier noch mehr Gegner spawnen, aber das scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. Halt, ich will da hoch.
Was blöd ist, weil ich muss noch einiges an Waffen leveln, um ehrlich zu sein, aber das will das Spiel jetzt nicht so ganz zulassen hier aktuell. Das war knapp. So, ist hier jetzt ein Teleporter? Hier war doch irgendwo. Ja, da hoch. Oh, nach unten? Ich dachte irgendwie nach oben. Okay. Ja, anscheinend sind nicht so viele zum Schiff. Perfekt. So viele Gegner, die immer wieder respawnen, was jetzt wirklich blöd ist, weil wir haben hier noch einiges an Waffen, die wir aufleveln wollen. Und wir müssen noch die Geschichte mit dem Leerreaktor machen. Im Notfall müssen wir das Ganze über Herausforderungen machen auf dem Trümmerfeld. So, Savali. Oh, Savali ist natürlich ein Riesenplanet. Da gibt es vielleicht noch einiges. Ist jetzt die Frage, auf welchem Savali kommt man an? Auf dem schon angegriffenen nachts oder tags? Sieht mir nach Tag aus, ne? Na gut. Interessant. So. Oh, wo geht's denn da jetzt hin? Hä? War das schon immer hier? Direkt in die City, das Portal? Das ist ja cool. Witzig. Ach, guck mal, wie das aussieht. Dass man hier... Ach, du kannst in alle Dimensionen zeitgleich gucken. Ja, ist schon cool. Ja, es ist schon sehr cool. Okay, hier ist noch ein bisschen Raritarium und... Oh, das war's schon. Okay, das ist natürlich eine Erleichterung. So, dann machen wir den Jump hier rüber. Yes, oh, wunderbare Landung. Fragt man sich doch, wie viele Dimensionen es gibt, oder? Sicher unendlich viele. Ja. Aber ich glaube, unsere habe ich am liebsten. Du sagst es, Kumpel. So, und dann gucken wir hier. Links muss es irgendwo... Oh, halt. Wie komme ich da rüber? Mal hier rüber springen. Von hier vielleicht? Hm, kommt da eine Dimension? Nope. Okay. Wie kommt man da rüber? Von da? Nee. Oder von oben? Boah, ich weiß nicht. Also man kommt ja später über dieses Seil runter, aber erfahrungsgemäß... Ich glaube, ich probiere mal diesen Sprung hier. Boop. Okay, nice, geschafft. So, und hier ist Fett Raritarium. Vielen Dank. Und dann kommt man hier... Ah ja, genau. Hopp. Und rüber gleiten. Nice. Okay, cool. Dann wär's das, glaube ich, auch auf Savali, wie es aussieht. Dann müssen wir jetzt nur noch wieder zurückkommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier wieder über die Brücke komme. Aber es sieht so aus. Was sehr angenehm ist. Ich mache mal ein bisschen Tempo. Yes, okay, cool. Und jetzt nur noch den Jump wieder zurück zum Schiff. Und dann haben wir es schon fast. Max bis den Rivet je getroffen hat? Ja, ich hoffe, es war keine Enttäuschung. Hier gibt es ja noch richtig Dialog zu finden. Ne? So, okay, perfekt. Oh, das war knapp. Halt mal, gab es jetzt hier nicht irgendwo diese Dimension? Wo bin ich denn hier vorhin durchs Tor gekommen? Finde ich nicht mehr. Okay, dann eben oldschool zurück zum Schiff. Hopp. Und hier drauf. Und zack. Ach, meine Hoverboard-Schuhe sind die coolsten. So, da sind wir. Was fehlt noch? Trümmerfeld, da gehen wir gleich zurück. Da geht's weiter. Das heißt nur noch Sargasso und Corson 4 oder 5. Weiß gar nicht mehr. So, Sargasso, kann ich mich erinnern, waren auch nochmal welche. Die haben wir letztes Mal liegen lassen, als wir hier das zweite Mal zurückkamen. Zupfsteine, 60 Stück. Ja, die haben wir schon alle eingesammelt.
Oh ja, ich kann ja mit ihr hier, wie hieß sie? Ingrid? Nee. Moment. Wo ist hier noch? Da. Da und da. Okay. Trudy heißt sie, genau. Trudy. So, und mit Trudy können wir jetzt ganz entspannt hier rüberfliegen. Da müssen wir hier gar nicht groß den Weg gehen. Muss man nur hoffen, dass es da einen Landeplatz gibt. Einmal. Oh, da gibt's noch was zu schießen. Oh, halt, halt, halt. Wie konnte man langsam fliegen? Wie war das nochmal? So, okay. Ah, da ist ein Landeplatz. Perfekt. Lande, lande. Oh, das habe ich irgendwie noch nie beherrscht. Ach, herrje, ich muss ein bisschen weiter ausholen. So, jetzt nochmal. Anflug und oh. Habe ich es jetzt rechtzeitig gedrückt? Ja, okay, cool. Okay, auf Sargasso scheint es tatsächlich auch noch, okay. Oh, sorry. Tatsächlich noch Gegner zu geben, mit denen man hier ein bisschen die Waffen leveln kann. Allerdings jetzt auch nicht übermäßig. So, hier war jetzt noch Aritarium irgendwo. Wie komme ich da hin? Okay, so nicht. Sagt mir jetzt nicht, dass ich da jetzt nicht auf diesen Weg hinkomme. Ah, hier. Ah, okay, super. Einmal. Und das zweite ist nicht weit weg. Da. Würde ich sagen, nehmen wir nochmal Trudy. Trudy, Einsatz. Los geht's. Und dann einmal hier um den Wald herum. Ja, direkt neben dem Landeplatz. So, diesmal erwische ich ihn aber gleich. Oh, man muss es rechtzeitig drücken. Dann geht das alles. So, hier gibt es gerade keine Gegner mehr. Okay. Was ist hier dahinter? Komm, gib mir drei Stück. Nee, nur einer. Na gut. Ah ja, zwei. Na gut, guter Kompromiss. Und dann würde ich sagen, wieder zum Schiff, wo auch immer das sein mag. Dort. Okay. Gucken, ob wir da landen können. Ja, auch hier weniger Gegner, als ich jetzt gedacht hätte, noch am Leben. Also, hilft nichts. Wir müssen, glaube ich, wirklich über die Herausforderungsmodi dann unsere Waffen leveln. So. Oh, das mit dem Landen. Wie gesagt, man muss, glaube ich, echt von weiter weg. So. Anvisieren das Ganze und dann schnell drücken. Okay. Ja, die applaudieren. Vielen Dank, vielen Dank. So, also, wir waren auf Adolis. Viseron haben wir gemacht. Das heißt, es fehlt wirklich nur noch Corsan 5. Mal gucken, ob wir da irgendwas liegen haben lassen. Wobei ich glaube, hier habe ich schon mal den Rambazamba zurückgehen und alles einsammeln gemacht. Aber wer weiß, das war relativ zu Beginn des Spiels, da habe ich vielleicht noch nicht so drauf geachtet. Ja, gar nicht drauf geachtet. Da ist ja nochmal zweimal richtig fett Raritarium zu finden. Jetzt kann ich endlich die Stadt ansehen, ohne Angst zu haben, entführt zu werden. So, okay, wo ist denn das genau? Jetzt muss ich gucken. Wie war denn das hier gleich nochmal? Ging das hier? Ging es hoch, glaube ich? So. Ist das in diesem Gebiet hier, oder? Kurz gucken. Ja, das ist genau richtig. Zack, dann muss man hier rüber. Wow, ich komme hier. Haha, das ist sehr cool. Ich komme hier rüber, ohne diesen Spalt zu benutzen.
So, jetzt sind wir gleich da. Dann ist das hier das Erste, was wir einsammeln wollen. Und das ist auch direkt hier. Cool. Das haben wir. Boah, das hätte ich ja schon längst mitnehmen können. Dreimal Raritarium. Hammer. Komme ich hier... Guckt euch das an, wie galant das gelöst war. Okay, und dann im nächsten Raum. Schön markieren. Zack. Ja, das ist einfach da hinten auf der anderen Seite. Oh. Okay. Doch noch im nächsten Raum. Wie komme ich denn hier nochmal hoch? Kann ich das hier auch so lösen? Oh ja, okay, super. Ja, es scheint dann tatsächlich da im nächsten Raum zu sein. Ja, okay, cool, das geht. Ja, da ist es. Boom. Raritarium. Ich glaube, jetzt haben wir sämtliches Raritarium, was wir bis jetzt, sag ich mal, aktuell finden können. Das heißt, glaube ich, man schafft es auch nicht in einem Playthrough alle Waffen komplett zu leveln, weil das sehe ich nicht. Ich glaube, wir sind wirklich am Ende vor dem großen Endkampf und oh, so kann man natürlich auch mal sterben. Na gut. Und da wird nicht mehr so viel Erfahrungspunkte geben, dass ich alle meine Waffen noch komplett auf 5 bekomme und dann auch noch das Raritarium habe, um sie komplett aufzuleveln. Gut, es ist keine Trophäe, muss man also tatsächlich auch nicht machen. Aber ich denke, ich werde mir zumindest noch die Trophäe im Pokal hier holen, dass ich die Schüsse zurück... wie heißt das? Zurückschieße. So, wie auch immer. So, das ist nämlich hier mit unserer Waffe, mit dem Schild, müsste das jetzt möglich sein. Dafür muss man sie vielleicht jetzt noch ein letztes Mal aufleveln. Oder es geht automatisch, das weiß ich tatsächlich nicht. Einkäufe sind verbindlich. So, Munition und dann gucken wir mal, wie heißt die Waffe? Leerreaktor. Nee, der müsste das jetzt... Absorbiere und halte mehrere Schüsse gleichzeitig auf. Okay. Level die jetzt mal komplett. Ja, das ist vielleicht genau das, was ich brauche. Ne? Diese zurückgeworfene Schüsse verursachen mehr Schaden. Okay. Die ist komplett aufgelevelt. Und die anderen behalte ich mal für genau solche Sachen hier, wo ich nochmal die Boni abkassieren kann. Zack, zack, zack. Danke. Ja, das ist es aktuell. Mehr geht noch nicht, aber... Ja, bei der Rida kann man nochmal ein bisschen was reinschmeißen. Ja, dann geht die gleich mal von Anfang an ein bisschen mehr ab. Zack. So, cool. Ich denke, bis jetzt... ist das gar nicht schlecht. Wir haben alles, was wir brauchen an Trophäen. Ich denke, im nächsten Part werden wir uns hier in eine der Pokalherausforderungen stürzen, um mit unserem Leerreaktor hier Schüsse zurückzufeuern. Muss man mal gucken, wo das gut geht. Und dann sprechen wir einfach hier mit Captain Quark an der Bar, um ins Finale zu starten. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Bei Ratchet & Clank, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde mich drüber freuen und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.